Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Unter dem Titel Fridays for Future demonstrieren seit vielen Wochen Schüler immer freitags gegen den Klimawandel bzw. dafür etwas dagegen zu tun. Und viele von euch haben gesagt, macht doch mal ein Video dazu. Uns interessiert, was dieser Dad von dieser Geschichte hält. Wer mich kennt, weiß, dass es immer ein bisschen länger dauert, bis ich von etwas halte. Da muss ich mich erstmal informieren. Und heute habe ich zwei ganz fantastische Gelegenheiten. Wie ihr wisst, wohnen wir in Konstanz. Und Konstanz ist die erste Stadt in Deutschland, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Und diese Ausrufung des Klimanotstandes wurde durch Friday for Future Konstanz initiiert und ich habe jetzt die Gelegenheit, zwei von Fridays for Future zu treffen. Wir haben Mai und es ist arschkalt, deswegen habe ich eine Winterjacke an, aber ich fahre jetzt trotzdem mit dem Fahrrad zum Treffen mit Fridays for Future. Hallo, ich bin der Manuel Östringer, ich bin Student an der Uni Konstanz hier, studiere Chemie. Und ich bin jetzt bei Fridays for Future, weil eben wir seit Jahren beobachten, wie diese Klimathemen nicht wirklich ernst genommen werden. Und Fridays for Future ist endlich eine Bewegung da, die richtig alle aufrüttelt. Und da müssen wir jetzt weitermachen. Ja, ich bin Noemi. Ich studiere in meinem Master Physik an der Uni Konstanz. Das Klima war schon immer ein Thema für mich. Und Fridays for Future ist jetzt endlich was da, wo man gemeinsam dafür kämpfen kann. Jeden Freitag demonstrieren Schüler. Ihr seid ja keine Schüler mehr, also geht es darüber hinaus. Wie ist denn diese Organisationsstruktur von Fridays for Future? Also wir sind eine wild gemischte Gruppe, größtenteils Schüler, Mitstudenten und Erwachsenen. Das ist auch das Schöne, weil einfach man generationsüberschreitend lernen kann. Wie geht der Weg von Greta zu euch organisatorisch? Also erstmal geht er gar nicht von Greta zu uns. Also Greta ist super, was die alles macht, aber die reist um die Welt, um die verschiedenen Bewegungen wieder zu stärken. Aber wir sind jetzt deutschlandweit organisiert. Ist es eine Vereinsstruktur oder stecken da Politiker dahinter oder der Bund oder der BUND? Also da stecken wir dahinter, keine Politiker. Es sind viele Menschen, die auch schon ein bisschen Erfahrung haben mit Bewegungen aufbauen, Bewegungen vernetzen und so. Und dadurch war auch schon ein bisschen Wissen vorhanden und dann braucht man jetzt auch nicht zwangsläufig die Unterstützung von Stiftungen oder so. Jetzt habt ihr diesen schönen Spruch, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Da wollte ich doch mal nachfragen, wer klaut euch die Zukunft? Also ein bisschen sind es alle Menschen, die nicht handeln, die weiter so machen wie bisher, die genau wissen, dass sie mit ihrem Handeln unsere Zukunft zerstören. Aber hauptsächlich in Verantwortung stehen die EntscheidungsträgerInnen, also Politiker und Manager, die genau wissen, was sie tun und das trotzdem weitermachen. Mhm. Und die auch wirklich die Verantwortung haben jetzt und auch wirklich in der Position sind, Sachen zu verändern, also in viel größerem Maßstab. Jetzt ist ja Fridays for Future Konstanz eine lokale oder kommunale Geschichte. Ist das der beste Punkt anzufangen, um an dem Klimawandel was zu verändern? Man muss an jedem Ort was verändern. Das ist ja eine deutschland- oder europaweite Bewegung. Und wir wohnen hier, also fangen wir hier an. Also in der Vorlage zur Resolution vom Klimanotstand hat die Stadt so schön geschrieben, dass die Stadt die dem Bürger körpernaheste Institution ist. Also es ist einfach die Institution, an die man am leichtesten herantreten kann. Aber darüber hinaus sind wir auch bundesweit aktiv. Also wir haben bundesweite Forderungen und wir haben lokale Forderungen. Also man muss auf allen Ebenen handeln. Aber die Stadt ist eben ein guter Ansatzpunkt. Der Klimanotstand. Wie viel davon ist Symbolkraft und wie viel davon ändert wirklich was am Klimawandel? Also jetzt haben die Politiker offiziell zugegeben, wir handeln nicht genug und wir müssen mehr tun. Und wir haben sehr schwerwiegende Folgen, die kommen werden, wenn wir nicht handeln. Und wir müssen unter 1,5 Grad Erwärmung bleiben. Und jetzt können wir endlich die Diskussionen, die wir führen müssen, mit der nötigen Ernsthaftigkeit führen. Von dem her ist es ein Symbol, aber es ist ein Symbol, was nötig ist, um mit dem Klimaschutz anzufangen. Die Forderungen, die ihr jetzt konkret aufgestellt habt, also zunächst finde ich es ja schon mal auch sehr gut, dass es konkrete Forderungen gibt. Da kann man sich dazu verhalten. Das sind 5 Punkte. Ja, also es geht erstmal darum, 2030 wollen wir bei Netto Null sein in Konstanz. Bundesweit ist das Ziel, bis 2035 auf Netto Null zu sein, aber Konstanz hat keine Industrie und ist eine relativ reiche Stadt, deswegen müssen wir es früher schaffen. Dazu ist nötig, dass wir auf allen möglichen Häuserflächen Photovoltaik haben 2030, das heißt ein Zubau von 10% ab jedes Jahr jetzt. Dann wollen wir eine 10%ige Gebäudesanierung, dass man weniger Energie verbraucht. Das wird sehr schwer werden zu erreichen. Bis jetzt sind wir ungefähr bei 1% pro Jahr. Zusätzlich wollen wir ein Betonverbot, und zwar ab jetzt, bei allen Bauten, wo es nicht zwingend nötig ist, zum Beispiel Fundamente
können noch aus Beton gebaut werden. Ja, und dann müssen wir natürlich auch im Verkehr was handeln. Also wenn wir 2030 klimaneutral leben wollen, dann brauchen wir 2030 einen klimaneutralen Verkehr. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wir 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr also in der Stadt haben dürfen. Meine Lieblingsforderung, wir wollen auf jedem fünften Parkplatz einen Baum pflanzen. Das ist ein Obstbaum. Mhm. Die meisten Menschen brauchen ihr Auto nicht täglich. Das heißt, man könnte sehr gut auf Carsharing umsteigen und es gäbe Essen für alle. Mhm. Und wir würden auch endlich wieder ein paar Flächen entsiegeln. Mhm. Es sind nicht die letzten Forderungen, es sind jetzt die ersten, aber natürlich muss in allen Bereichen gehandelt werden. Es kostet die Kommune Geld, das umzusetzen, nehme ich mal an. Das muss über Steuern finanziert werden. Dadurch wird Wohnraum vielleicht teurer. Seid ihr die, die es dann bezahlen und damit einverstanden sind? Also vor allem sind wir die, die es nicht bezahlen wollen, wenn wir nicht handeln. Das ist, denke ich, so die wichtigste Aussage. Cool, vielen Dank. Bin mal gespannt, was der Oberbürgermeister gleich sagt. Ich nehme euch weiter. Konstanz hat den Klimanotstand ausgerufen. Ist es so ernst? Ich glaube, es ist schon ernst. Also man muss das Argument schon ernst nehmen, dass rein physikalisch betrachtet wir der sogenannte Absenkpfad, also wie schnell bauen wir CO2-Ausstoß aus fossilen Brennstoffen, wie schnell bauen wir den ab oder fahren den zurück, um ein bestimmtes Ziel der Erderwärmung nicht zu überschreiten. Auf diesem Pfad sind wir nicht, den halten wir nicht ein. Und deshalb denke ich, kann man schon, natürlich auch über Konstanz hinaus, muss man auch von einem Notstand sprechen. Es wird so nicht weitergehen, wir müssen es ändern. Deshalb finde ich auch das Wort legitim, ja? Notstand. Es muss jetzt, wir sind ja die ganze Zeit auf Klimaschutz, wir machen ja seit Jahren, wir denken ja ständig darüber nach, wir entscheiden so und wir müssen eingestehen, wir sind nicht schnell genug, wir sind im Gegensatz viel, viel, viel zu langsam. Ich finde es legitim, dass eine junge Generation sagt, bewegt euch endlich, ihr seid zu langsam, das Recht haben sie. Wie man Klimaschutz richtig macht, das wissen wir schon, wir haben eine Menge Kompetenz im Haus, aber dass wir nicht schnell genug sind, das ist deren Recht, uns zu sagen. Den Impuls habe ich aufgegriffen, haben wir aufgegriffen. Gibt es auch ein bisschen Rückenwind, also dass man vielleicht sagt, ja, wir hätten auch ganz gerne das Tempo schon länger erhöht? Absolut. Ich fühle mich total motiviert, alle unsere Maßnahmen zu hinterfragen und neue Ideen aufzugreifen. Auch sehr grundsätzliche Themen wie eben die Frage, in was investieren wir? Bauen wir eher Schulden ab oder investieren wir eher in energetische Sanierung eines Gebäudes? Und da will ich auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten weiter drüber nachdenken, Gespräche führen und mir vielleicht eine neue Meinung bilden. Die Fridays for Future Konstanz haben ja gerade vorgestern 5 Forderungen, glaube ich, aufgestellt. Sind die zusammen entstanden? Also ich habe mit Fridays for Future keine Forderungen aufgestellt. Mhm. Ich war auch nicht da. Ich war anderweitig beschäftigt am Wochenende. Ich bin sicher, die Forderungen werden mir zugeschickt werden und dann schaue ich mir die gerne an. Die Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands kam von FFF. Und der Rest der Vorlage kam von der Verwaltung der Stadt Konstanz, wo man eben konkret gesagt hat, wo sind die Handlungsfelder. Wir wollen Fridays for Future einbinden, wir wollen die auch ans Arbeiten kriegen, wir wollen, dass die mit am Tisch sitzen und mitarbeiten. Ich habe die Hoffnung, dass diese Energie, die da jetzt frei wird, sich auch in Beteiligung ummünzen lässt, dass Leute mitmachen. Ja? Ich habe immer gesagt, der Klimaschutz ist keine Pizza, kannst ja nicht beim OB bestellen und der liefert die dann, sondern wir alle müssen Klimaschutz machen, mitmachen, selber machen, unseren Teil beitragen. Und ich freue mich sehr, wenn das gelingt, diese Aktivität und diese Energie in Beteiligung und in konkretes Tun umzusetzen. Da wollen wir einen Teil dazu beitragen und ich habe im Moment einfach ein richtig gutes Gefühl, dass da was in Bewegung gekommen ist und das war notwendig. Ich habe diese Forderungen gelesen und das würde dann zum Beispiel bedeuten, wenn man jetzt ein neues Wohngebiet baut, was ja gerade ansteht, dass das ohne Beton gebaut werden müsste, dass überall Photovoltaik auf die Dächer sollte und dass man eigentlich am besten gar nicht mit Autos dort planen sollte, weil die sollte es eigentlich vielleicht gar nicht mehr unbedingt geben oder nur noch Elektroautos. Wir müssen klug entscheiden und ohne Ängste und ohne Scheuklappen, was können wir in welcher Reihenfolge sinnvoll tun. Ohne Beton bauen kann ich nicht. Ja, wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum und den können wir nur mit Beton bauen im Moment. Ich wäre aber sofort dabei, Experimente zu machen, Holzbau zu machen. Können wir alles machen. Wir schaffen aber nicht alles in Holz, sicher nicht. Das heißt, dort können wir experimentieren und wir müssen uns auf den Weg einigen, wie kann es weitergehen. Bei Photovoltaik können wir sehr schnell sein, bin ich auch bereit, unsere Politik in Frage zu stellen. Beim Gesamt-CO2-Ausstoß, Jeans und Baumwolle
Fleischkonsum etc. Das sind keine kommunalen Themen, aber wenn ich mal unsere Kommunalen anschaue, dann rede ich über die Frage, was kaufen wir für Energie ein, was geht bei der Kraft-Wärme-Kopplung, was geht beim Verkehr. Und da sind wir in Konstanz nun echt gut unterwegs. Wir sind beim ADFC-Fahrradklimatest vor wenigen Wochen als Nummer 1 Aufholer in Deutschland von der Bühne gegangen in unserer Größenklasse, also bis 100.000 Einwohner, hat mich riesig gefreut. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran und wenn es neue, bessere Ideen gibt, dann sind die auch willkommen. Dann geben wir da auch noch mehr Gas. Super, danke. Sehr gerne. Ich will vielleicht mal ein ganz kleines Fazit versuchen nach meinen heutigen Gesprächen. Die Frage, die immer heiß diskutiert wird, ist es richtig, dass die am Freitag nicht in die Schule gehen? Ich glaube, man muss das einfach unter dem Aspekt Marketing betrachten. Wie erreichen wir Aufmerksamkeit? Und das geht natürlich auf diese Weise sehr gut. Und da ich es gut finde, dass diese Aufmerksamkeit erzeugt wurde, war das für die Anfangsphase eine richtige und gute Maßnahme. Ich glaube, man soll es jetzt schaffen, auf andere Weise ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben. Ich glaube, dass es eine große Diskussion geben wird über die konkreten Maßnahmen. Die große Gefahr ist für mich immer dann, wenn man anfängt, gegeneinander zu arbeiten, wenn man sagt, das hättet ihr schon längst machen müssen, oder wenn man sagt, ihr macht Raubbau oder ihr macht es nicht schnell genug, ihr wollt nur Profit machen, ihr wollt nur wiedergewählt werden. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum das über die vielen Jahre nicht funktioniert ist, nicht geschehen ist, obwohl man eigentlich ganz klar sieht, dass man was tun müsste. Und diese Bewegung gerade, die hat so was Friedliches und Harmonisches und ich sehe die größte Gefahr darin, dass das sehr schnell wieder aufbricht, dass es sehr schnell wieder in parteipolitische Spielchen zerfällt, dass man sich gegenseitig beschuldigt und das Ergebnis davon ist letztendlich immer nur, dass nichts passiert. Ich glaube, dass sehr viele Leute sehr weit über ihren Schatten springen müssen. Bei mir hat die Thematik tatsächlich dazu geführt, mit vielen anderen Rückfragen auch von eurer Seite, dass ich mich noch mehr als bisher mit dem Thema beschäftige. Wenn ihr weitere Ideen habt für Themen, die euch interessieren, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und empfehlt ihn anderen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Euer Dieser Dad. Und das wurde durch Friday. Ah! Du Gesicht! Du Drecksack!